Hallo liebe Leute, wir sind hier heute wieder in Mainz Hechtsheim im Gym 7 mit Torben, Ayas und Vicky. Hi, servus ihr Lieben. Hallo. Heute geht es um die fünfte Säule vom Fünf-Säulen-Konzept, Thema Lebensqualität. Die Vicky ist heute speziell angereist von zu Hause. Sie möchte was dazu erzählen. Vicky. Ja, also bei der fünften Säule geht es darum, dass wir die anderen vier Säulen zusammenfassen. Ja, das ist ein großes Ganzes. Ja. Und zwar geht es da um die Lebensqualität, wie schon erwähnt. Jeder wünscht sich die größtmögliche Lebensqualität in seinem Leben, möchte sich wohlfühlen, möchte keine Probleme haben oder auch Probleme abbauen, Stress abbauen, sowie auch körperliche Schwierigkeiten. Also sei es jetzt, dass es jetzt um Training geht, um Vorbeugen zu trainieren oder als Nachsorge. Und wir umfassen das Ganze, wir kümmern uns darum. Wir spezialisieren uns darauf, auf den Menschen gezielt einzugehen, zu erfahren, welche Problematiken liegen vor, welche Ziele hat man, ist man vielleicht sogar demotiviert und bleibt nicht am Training dran. Ja? Und wir setzen uns dann halt eben auch hin, wie bei den anderen Säulen schon vorgestellt. Es werden individuelle Ernährungspläne geschrieben, individuelle Trainingsplan. Wir fassen zusammen, welche Problematiken liegen vor. Ist die Person gestresst? Hat man einen Bürojob und eine falsche Haltung beispielsweise? Oder im Kopf ist man dann voll mit Problemen? Also hier geht es auch darum, dass es nicht nur alles körperlich ist, sondern auch psychisch. Und ja, so versuchen wir dann zusammen die Lebensqualität zu steigern. Dann greifen wir halt den wichtigsten Faktor auf, und zwar die Gesundheit. Also geht es im Grunde auch wieder um den Lifestyle. Wir haben es ja die letzten vier Säulen auch schon durchgesprochen gehabt, dass jede einzelne Säule an sich zwar alleinstehend ist, aber trotzdem notwendig für alle anderen Säulen ist, um einen generellen Lifestyle zu erzeugen. Ja? Genau. Also geht die fünfte Säule ist wie ein Deckel, genau. Alles umfassend. Ja. Okay. Ja, und da helfen wir halt eben dabei. Viele wissen gar nicht, was man ändern kann. Und gewisse Faktoren kann man durch äußerliche Einflüsse verbessern, das wissen viele halt nicht, und da helfen wir dann auch dahingehend. Ja, man setzt sich halt eben zusammen und erfährt dann ein bisschen mehr über den Menschen, und dann nehmen wir, so gesehen, unseren Kunden, unseren Mitglied an die Hand und helfen ihm dabei. Ja. Und da gehört nicht nur Training, Ernährung dazu, sondern auch die Ruhephasen, wie wir das schon bei der Säule Wellness, Ruhe oder auch Stressmanagement schon erklärt haben. Lebensqualität. Was ist denn Lebensqualität für dich persönlich? Für mich persönlich, ich möchte natürlich nicht einfach nur ein hohes Alter erreichen. Ich möchte, dass die Problematiken, die körperlichen Einschränkungen, die ich habe, nicht schlimmer werden, sondern vielleicht auf dem Status bleiben, wie sie sind, wenn nicht sogar besser. Und nicht nur mein Körper ist mir dann auch dahingehend wichtig, sondern auch die Psyche, ja? Also dass man auch Stress abbaut. Und bei vielen ist es ja auch so, dass sie gestresst ins Studio kommen, weil stressiger Alltag, stressiger Job etc. und Training bringt sie runter. Wir wollen dann aber auch so einen Leitfaden geben, wie man das Ganze abbauen kann. Also man kann mit seinem freien Kopf hier reinkommen oder mit seinem vollen Kopf, wie man sehen möchte. Ja? Und wir helfen halt eben, runterzukommen. Das heißt, man wird empfangen, man wird begrüßt, man redet vielleicht noch ein bisschen, man sagt demjenigen, wie man zu trainieren hat. Ja? Dann kann die Person einfach mal seinen Kopf freilassen und wir kümmern uns um das Ganze. Ja? Ob das jetzt wirklich eine Nachsorge ist, weil man schon Schwierigkeiten hat, oder ob das präventiv ist, ja, das ist natürlich sehr individuell. Und für mich persönlich ist es halt wichtig, präventiv dann auch zu trainieren. Also bedeutet Lebensqualität unterm Strich, auch hier fürs Gym 7, zu jeder Zeit die freie Entscheidung zu haben, unter den eigenen Bedingungen sein Leben führen zu können und dementsprechend auch den freien Kopf, die körperliche Beweglichkeit, das eigene Agieren und Handeln selbstständig unter Kontrolle halten zu können, sein Leben selbst zu bestimmen. Ja. Perfekt. Okay. Das rundet das Konzept wunderschön ab. Das ist jetzt die fünfte Säule, die letzte Säule. Das heißt, wir schließen das Thema hier heute ab. Wir machen den Querverweis nochmal für die Webseite, die wird jetzt kommen. Es wird alles nochmal nachzulesen sein. Das Konzept kann man nochmal einsehen. Es wird jederzeit zugänglich sein. Und
Die Öffnung steht auch bevor. Genau. Das Gym also wird wieder öffnen. Wir haben neue Infos bekommen. Ich habe da auch schon mal ein kurzes Video reingestellt. Am 27. ist es soweit. Das müsste ein Mittwoch sein. Ne? Genau. Ein Mittwoch ist es. Und da werden wir euch auch noch Infos geben, wie das Ganze auszusehen hat, ja, auch mit welchen Auflagen. Leider kennen wir bis heute die immer noch nicht, ja, aber wir bleiben da dran. Und am 27.05. ist dann der Start hier in Gym 7 Mainz-Hechtsheim und genauso in Gym 7 Mommenheim. Und ja, da freuen wir uns auf euch und weitere Infos gibt es auf jeden Fall in unseren einzelnen Videos. Und ja, das können wir von hier aus so sagen. Wir freuen uns riesig, das kann ich an der Stelle schon mal sagen, auch stellvertretend für die komplette Community. Auf jeden Fall. Es wird Zeit. Es wird echt Zeit. Es wird Zeit. So, ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle wieder. Ja. Und bleib gesund. Einen schönen Tag. Ciao.